Wie prüfst du eine Wohnung als Geldanlage vor dem Kauf? Es ist nicht ganz einfach, eine Wohnung genau unter die Lupe zu nehmen. Du willst sicherlich keine Fehler machen, es geht schließlich um viel Geld. Auf der anderen Seite wirst du nicht ewig Zeit haben, ganz speziell für Besichtigungen. Und gleichzeitig musst du auch noch den Verkäufer von dir überzeugen und möchtest deshalb möglichst verbindlich sein. Wir wollen dir in diesem Video ein Vorgehen vorschlagen, um all diese Dinge unter einen Hut zu bringen. Das Vorgehen, das wir dir vorschlagen, ist aus der Praxis entstanden. Es geht also nicht um eine Wohnungsbewertung, wie sie zum Beispiel ein Sachverständiger vornimmt, sondern es geht darum, als Privatperson eine Wohnung als funktionierende Geldanlage zu finden und auf die wesentlichen Dinge zu achten. Im ersten Teil des Videos erklären wir dir, was bei der Prüfung auf dich zukommt und wie du dabei erfolgreich bist. Und in Teil 2 und 3 gehen wir dann darauf ein, welche Dinge du dir bei der Prüfung im Detail anschauen solltest. Am Ende einer ausführlichen Prüfung einer Wohnung steht immer die Kaufentscheidung. Du musst darüber entscheiden, ob du glaubst, dass eine bestimmte Wohnung für dich als Geldanlage funktioniert oder eben nicht. Du musst in der Lage sein, eine verbindliche Zusage zu geben. Dazu brauchst du einmal eine Kalkulation, du brauchst eine Einschätzung zu möglichen Risiken und eine Bewertung der Merkmale einer Wohnung. Der Weg dorthin kann sehr unterschiedlich ablaufen und es liegt wahrscheinlich etwas mehr, als du vielleicht denkst, in deiner Hand, wie genau er abläuft. Für das jetzt folgende Vorgehen gehen wir davon aus, dass du eine erste Bierdeckelrechnung durchgeführt hast und dass die mögliche Mietrendite für dich interessant scheint. Wir haben genau dazu separat ein Video aufgenommen und eine kleine App entwickelt, um genau diese Rechnung in wenigen Sekunden für jede Wohnung durchführen zu können. Wenn also eine angebotene Wohnung interessant scheint, dann solltest du jetzt sehr schnell klären, ob es sich lohnt, wirklich Zeit zu investieren. Wir nennen diesen Schritt Bierdeckelbewertung. Diese Vorprüfung soll für die meisten Objekte nur ein paar Minuten dauern und hilft dir so, unnötige Besichtigungen zu vermeiden. Dabei schaust du dir erste Informationen an und sprichst das erste Mal mit dem Makler oder dem Verkäufer über das angebotene Objekt. Es geht dir vor allem darum, jetzt schnell drei Fragen zu klären. Gibt es bei der Mikrolage erhebliche Nachteile, die die Vermietbarkeit einschränken? Welche Miete kannst du kurz nach dem Kauf realistischerweise erzielen? Und gibt es sonstige Kosten, die auf dich zukommen, weil zum Beispiel sofort eine Renovierung in der Wohnung oder eine Sanierung am Haus fällig ist? Wenn du eine zufriedenstellende Antwort dann auf diese Fragen bekommen hast, führst du eine zweite Bierdeckelrechnung durch. Du berechnest nochmal die Mietrendite, schlägst dabei aber die Kosten auf den Kaufpreis auf, die aus deiner Sicht jetzt sofort anfallen würden, und nimmst die Miete an, die du realistischerweise erzielen kannst. Jetzt hast du entweder schon ein K.O.-Kriterium gefunden, die Rechnung ist negativ und uninteressant geworden, oder du hast einen sehr aussichtsreichen Kandidaten vor dir. Wir gehen gleich in Teil 2 dieses Videos noch intensiv auf die Details dieser Bierdeckelbewertung, dieser Vorprüfung ein. Die allermeisten Wohnungen sollten an dieser Stelle rausfliegen. Die Bierdeckelbewertung führst du in Minuten durch. Entscheidest du dich für eine Besichtigung und eine Detailprüfung, dann investierst du Stunden. Die Bierdeckelbewertung muss also so schnell und einfach gehen, dass sie dich nicht davon abhält, schnell den Kontakt zu Maklern oder Verkäufern für bestimmte Objekte zu suchen. Auf der anderen Seite soll sie dich dann auch davor schützen, in eben die falschen Objekte nicht zu viel Zeit zu investieren. Hast du eine aussichtsreiche Wohnung gefunden, dann heißt es Vollgas und du solltest schnell die Besichtigung vereinbaren und weitere Dokumente für die Prüfung bei Makler und Verkäufer anfordern. Welche das sind, erfährst du in Teil 3 dieses Videos. Während der Detailprüfung geht es dann im Gegensatz zur Bierdeckelbewertung um Vollständigkeit. Dann musst du einmal in den sauren Apfel beißen und wirklich Zeit investieren. Rund um Zustand, Ausstattung, Lage und weitere Themen solltest du dann verschiedenste Quellen nutzen, um an möglichst viele Informationen zu kommen. Das Ergebnis der Detailprüfung ist dann deine Entscheidungshilfe, um die finale Entscheidung für den Kauf oder gegen den Kauf zu treffen.
Sind dabei noch Punkte zur Klärung aufgefallen, dann kann die Detailprüfung auch mal bis kurz vor dem Notartermin dauern. Alles, was dir bis dahin aufgefallen ist, hat jetzt entweder ein Preisschild bekommen und ist so in deiner Kalkulation berücksichtigt, oder du hast es zumindest als ein sehr auffälliges Merkmal markiert, das du in deiner Kaufentscheidung auf irgendeine Art und Weise gerne berücksichtigen möchtest. Als nächstes geben wir dir jetzt erstmal einen Überblick, auf welche Quellen du beim Prüfen einer Wohnung überhaupt zugreifen kannst. Die richtigen Fragen zu stellen, macht oft den Unterschied aus beim Prüfen einer Wohnung. Wer nicht fragt, bekommt auch keine Antwort. Deshalb solltest du dir ein Vorgehen zurechtlegen, um eine Wohnung vor dem Kauf auf Herz und Nieren zu prüfen. Zum Beispiel das, das wir dir in diesem Video vorstellen. Und Checklisten helfen dir dann dabei, nichts zu vergessen. Neben dem Stellen von Fragen ist es aber teilweise auch entscheidend, wo du nach Antworten suchst. Wir zeigen dir jetzt ein paar Quellen, die du auf jeden Fall anzapfen solltest. Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten, an wichtige Informationen zu kommen. Die Aufzählung kann also nicht vollständig sein. Bevor du beim Verkäufer oder Makler anrufst, gehört es sich, dass du alle Informationen gelesen hast, die er dir schon zur Verfügung gestellt hat. Meistens findest du in der Anzeige oder im Exposé nicht wirklich viel Aussagekräftiges. Manchmal aber die aktuelle Miete oder Aussagen zu anstehenden Sanierungsmaßnahmen. Wenn du die genaue Adresse einer Wohnung schon kennst, kannst du Google Maps nutzen, um schon vor dem ersten Anruf beim Verkäufer herauszufinden, ob sie zum Beispiel an einer großen Autobahn liegt. Nutze Google Maps also, um mögliche Risiken bei der Mikrolage schon vor der Besichtigung auszuschließen. Der Verkäufer, beziehungsweise dann in Vertretung der Makler, ist deine erste Anlaufstelle, um Informationen und Dokumente zu der Wohnung anzufordern. Insbesondere beim ersten Kontakt solltest du die Zeit deines Gegenübers respektieren und nur die wesentlichen Fragen stellen. Bei der abschließenden Prüfung vor dem Kauf musst du den Verkäufer dann für jeden Punkt, der dich noch vom Kauf abhält, wirklich in die Pflicht nehmen. Um herauszufinden, ob es sich lohnt, mehr Zeit in eine Wohnung zu investieren, solltest du auf jeden Fall einen Blick in die letzten WEG-Protokolle, die Hausgeldabrechnung und den aktuellen Wirtschaftsplan werfen. Hier erfährst du viel über das Haus und die Kostenstruktur. Im Idealfall schaust du dir diese drei Dokumente schon vor der Besichtigung an. Es gibt zahlreiche weitere Dokumente, die du vor dem Kauf einer Wohnung zumindest einmal prüfen musst. Dinge wie der Grundbuchauszug, die Teilungserklärung und Zahlungsnachweise vom aktuellen Mieter und noch viele mehr sind für dich und die Bank vor dem Kauf sehr entscheidend. Es sind aber nicht die Dokumente, die du als erstes prüfen musst. Oft sind Hausverwaltungen bereit, dir als potenziellem Käufer Auskünfte zu geben. Manchmal lassen sie es sich vorher auch vom Verkäufer nochmal explizit genehmigen. Auf jeden Fall solltest du es versuchen. Eine Hausverwaltung, die ein Haus seit Jahren betreut und zum Beispiel die Sanierungsplanung macht, kann dir oft viel mehr Informationen über das Haus geben. Die reine Besichtigung der Wohnung hat für uns oft eine viel geringere Bedeutung, als du vielleicht denkst. Natürlich solltest du zum Beispiel einen offensichtlichen Wasserschaden erkennen und der Sache dann auch nachgehen. Meistens wirst du aber sowieso nicht der Experte sein, sondern musst ein solches Thema dann in Zusammenarbeit mit dem Verkäufer oder einem Handwerker klären. Die Besichtigung musst du gründlich durchführen und auch dokumentieren. Vor allem aber kann es wertvoll sein, sich mit anderen Mietern oder Bewohnern des Hauses zu unterhalten. Oft erfährst du hier, was wirklich im Haus los ist. Welche Quellen du in welcher Reihenfolge anzapfst, hat also wieder einen großen Einfluss darauf, wie viel Zeit du in die Prüfung der Wohnung investierst und wie viel du dabei über die Wohnung erfährst. Bevor wir uns die Bierdeckelbewertung in Teil 2 dieses Videos im Detail anschauen, wollen wir dir jetzt noch ein paar Tipps geben, wie du eine Wohnungsprüfung erfolgreich durchführst. Theoretisch ist das Vorgehen zum Prüfen einer Wohnung klar, strukturiert und aufgeräumt. Leider gibt es in der Praxis aber viele zusätzliche Dinge, die es sehr schwer machen, gemütlich und Schritt für Schritt die eigenen Checklisten abzuarbeiten. Erstens hast du vermutlich ohnehin schon einen stressigen Alltag und kannst nicht unendlich viel Zeit in das Prüfen von Wohnungen investieren. Zweitens möchtest du aber auf gar keinen Fall irgendetwas übersehen, es geht ja schließlich um viel Geld.
Und drittens gibt es oft mehrere Interessenten und Geschwindigkeit und auch Verbindlichkeit sind wichtig, um den Zuschlag zu bekommen. Wir haben uns mit einer vorgezogenen Bierdeckelbewertung ein Vorgehen angewöhnt, um diese Themen unter einen Hut zu bringen. Das Vorgehen zielt darauf ab, der Käufer- und auch Verkäuferseite Zeit zu sparen, aber trotzdem vor dem Kauf genau hinzuschauen. Stell dir dafür einfach vor, dass das Ergebnis einer Bierdeckelbewertung noch ein Stück konkreter ist. Es ist nicht nur deine Entscheidung für die Besichtigung, sondern quasi auch schon deine vorläufige Kaufentscheidung. Sobald du dich also entschieden hast, eine Wohnung zu besichtigen, dann gehst du auch davon aus, dass du die Wohnung kaufen möchtest. Ab diesem Zeitpunkt suchst du deshalb nur noch Punkte, die dich davon abhalten. Diese Sichtweise wird dir helfen, sehr konkret und verbindlich zu sein. Wir gehen dabei häufig so weit, dass wir dem Makler nach einer positiven Bierdeckelbewertung sagen, dass wir die Wohnung besichtigen und auch vermutlich kaufen möchten. Wir sagen ihm, welche Themen für uns jetzt besonders wichtig sind, um diese Entscheidung dann auch wirklich treffen zu können. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem wir noch mehr Dokumente anfordern. Oft findet dieses Gespräch sogar am Abend desselben Tages statt, an dem wir die Wohnung das erste Mal gesehen haben. Wichtig dabei ist dann, dass du dem Makler oder dem Verkäufer sehr genau sagst, warum du jetzt welche Informationen benötigst. Er merkt dann, dass du genau weißt, wann du dich für oder gegen eine Wohnung entscheiden würdest und wird dir diese Informationen gerne zur Verfügung stellen. Auch für ihn führt das ja am Ende zu einem schnellen Abschluss. Die Bierdeckelbewertung wird so zu einem großen Filter für dich. Sehr viele Wohnungen werden es nicht durch diesen Filter schaffen. Und das Schöne an der Bierdeckelbewertung ist, dass sie nicht lange dauert und du dafür auch nicht vor Ort sein musst. Hast du dich dann tatsächlich für eine Besichtigung entschieden und vorläufig dafür, dass du die Wohnung kaufen möchtest, dann musst du wirklich Zeit investieren. Dann lohnt es sich aber auch, eine Besichtigung in Kauf zu nehmen und in Ruhe alle Quellen anzuzapfen und die eigenen Checklisten abzuarbeiten. Im zweiten Teil verraten wir dir jetzt, wie unsere Bierdeckelbewertung im Detail funktioniert und wie sie dir bei einer vorläufigen Kaufentscheidung hilft. Und zwar bevor du dich auf den Weg zur Besichtigung machst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würdest du uns mit einem Daumen hoch einen Riesengefallen tun. Jetzt ganz viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Es lohnt sich.